Nochmal zur genauen Definition von Syntaxdiagramm. Jedes Syntaxdiagramm, als SD abgezeichnet, besitzt eine Bezeichnung. Das war hier Zoo und Säugetiere. Elemente eines Syntaxdiagramms sind Knoten und Kanten. Knoten sind dabei Ellipsen oder Rechtecke und die Kanten sind Pfeile, also gerichtete Kanten. Rechtecke enthalten die Bezeichnung eines anderen Syntaxdiagramms. Das war in dem Beispiel Säugetiere. Und Ellipsen enthalten Token. Das sind die gültigen Wörter einer Sprache. In jeden Knoten führt genau ein Pfeil hinein und es führt genau ein Pfeil hinaus. Aber Pfeile dürfen sich aufspalten, Kreuzungen, oder wieder zusammengezogen werden. Jedes Syntaxdiagramm besitzt genau eine eintretende Kante und eine austretende Kante.